Salam, salam, salam. Mann, wo bleibt mein Fressen, Digga? So, gehen wir mal rein. Ach du, Bruder, perfekt. Ach, Bruder, ich hab nicht mal die Kamera angemacht. Schnell, Digga. Olaf ist wach. Ich bin gerade erst wach geworden, Mann. Es geht? Jungs, alles fit? Ja, bei dir. War schon schlechter, war schon besser? Das wird schon, Mann. Stellt euch mal bitte da vorne hin, ist viel schöner da mit Meer und so. Hat irgendjemand von euch von Heris die Nummer? Leider nicht. Ich hab die Nummer. Leider du musst ihn gleich für mich anrufen, ich werde mich mit ihm treffen und ihn blattouten. Was? Ah, Digga, nein, das können wir nicht machen. Doch, ich werde das machen. Er weiß zu viel von uns. Er hat sich gestern entschlossen zu gehen. Olaf, bist du dir sicher, dass man da nichts ändern kann? Werden wir dann sehen, wenn es soweit ist. Sind jetzt alle da? Nee. Isco fehlt noch. Ist noch irgendjemand? Achso. Mahmoud ist ganz kurz Powernap. Ah ja, gut. Ich werde ihn mal anrufen. Der Wichser geht nicht ran. Hast du die richtige Nummer an der richtigen Zeile eingetragen? Ja, das habe ich. Jo, Uwe. Olaf, dein Wort ist Gesetz. Ich respektiere das vollkommen, aber du weißt ja, wir haben alle irgendwie eine Liebe zueinander und eine Verbindung. Jetzt, wir können ihn da nicht umstimmen. Vielleicht gefällt ihm das neue System. Ja. Dass du und er weniger Kopfschmerzen haben und mehr Spaß dementsprechend, sodass er da zurückfindet. Aber er hat sich dazu bewusst entschlossen, aus der Fraktion auszutreten. Vielleicht hat er mit Emotionen gehandelt. Ja, das ist ja, manchmal ist man halt on Rage und droppt Sachen, die man nicht will. Ich glaube, es kam so ein bisschen aus dem Affekt heraus. Das kann sein, aber ist er seitdem hier gewesen? Nein. Ja. Gut, dann haben wir ja schon alles beredet. Vielleicht braucht er mal ein bisschen Zeit. Ja, wir warten mal ab. Ich werde mich erstmal mit ihm treffen. Wenn er bei seiner Meinung bleibt, dann ist es so wie bei jedem anderen auch. Dann muss er seine Erinnerung verlieren, denn er weiß viel zu viel Familieninternes, was er gegen uns verwenden kann mit anderen Leuten. Das stimmt. Naja, er geht auf jeden Fall nicht ans Telefon ran. Ich weiß auch nicht, ob er wach ist oder nicht. Dann soll ich ihn mal rufen? Nee, alles gut. Ich werde ihn nochmal kurz anrufen. Ah, hallo. Jo, wo bist du? Ich bin gerade unterwegs. Ein, zwei Sachen erledigt. Wann hast du Zeit? Ich glaube, es gibt noch was wir reden müssen. So eine halbe Stunde hätte ich Zeit. Halbe Stunde? Ja, oder 20 Minuten. Ja, dann kommen wir 20 Minuten zu unserem Anwesen. Alles klar, mach ich dir. Ja, alles klar. Jo, bis gleich schon. Ich fick dich. Also, Marcel kommt in 20 Minuten. Ich werde mit ihm alleine unten am Strand reden. Ihr könnt gerne alle im Hintergrund Abstand halten und zuhören. Aber kommt bitte nicht zu nah. Und ansonsten muss hier, also ich bin, red ehrlich zu euch. Ich hatte mit einigen Vereinzelten da gestern schon offen und ehrlich drüber geredet. Ich war schon an einem gewissen Punkt, wo ich mir gesagt habe, dass ich das, was hier passiert, nicht mehr möchte. Trotzdem liebe ich die Familie zu sehr, um sie einfach links liegen zu lassen. Ich bin auch ein emotionaler Mensch. Aber wir müssen definitiv hier Struktur schaffen. Anders wird es nicht funktionieren. Das muss in den nächsten Tagen passieren. Denn ich kann euch ganz ehrlich eine Sache sagen. Und das ist ein Punkt, den wir versuchen hinzubekommen. Wir haben so viele charakterstarke Menschen bei uns in der Fraktion. Und ich möchte, dass jeder in dem, was er macht, auch aufblüht, so gut es geht. Mehr gibt es nicht zu sagen. Hat irgendjemand noch Fragen? Nein, aber ich würde eigentlich direkt aufs Thema loslegen, weil es kam eigentlich spontan, dieser Kreis. Und ich hatte eigentlich auch alleine vor, ob jemand jetzt hinter mir steht oder nicht, mit dir zu reden und mit den 8 oder 6 Gründungsmitgliedern. Mhm. Auf jeden Fall, ich muss hier auch etwas dazu sagen, weil so wie wir jetzt sind, sind wir mehr Zivi als eine Familie, als eine richtige Gang. Und das geht mir halt ein bisschen auf den Sack, weil wenn wir hier schon was erreichen wollen und nicht als keine Ahnung, was bezeichnet werden, dann müssen wir auch gewisse Struktur reinbringen. Ich, Uwe und vielleicht auch die ein oder anderen hier aus der Gang haben natürlich auch ein bisschen mehr Erfahrung als die Neuen, aber das ist ja nichts Schlimmes. Deswegen sind wir ja hier da, um auch die Struktur reinzubringen, um den Abi vielleicht auch mal den Kopf frei zu kriegen und gewisse Ränge, sage ich mal, verteilen, also eine neue Rangliste zu erstellen, um deinen Kopf ein bisschen zu befreien und, sage ich mal, der Rang macht das und das, weißt du? Also das ist schon mal das Erste, eine neue Rangliste. Damit der Abi nicht alles machen muss, und zwar jede Kleinigkeit, sondern auch die bestimmten Ränge. Okay, der Neuling, der Informant, der die erste Woche da ist, der kann ja jetzt erstmal das so wie immer machen, aber dass man auch diesmal interne Familiengespräche macht, außer wenn jetzt, sage ich mal, ich weiß nicht, irgendwas dazwischen kommt, was das Vertrauen bricht, aber sonst im Rest halt interne Familiengespräche und so, dass jeder dabei sein kann, ob er einen Tag, eine Sekunde oder was weiß ich, wie lange da ist. Und auf jeden Fall erstmal eine neue Rangliste, dass die, dass der Rang oder der Rang das und das zu tun hat, dass du deinen Kopf frei bekommst, weißt du? Ja, das ist schon mal das Erste. Das werden wir in Zukunft so hinbekommen müssen. Wenn es nicht funktioniert, wird die Fraktion aufgelöst. Lass uns später unterhalten. Ja, genau. Wichtig ist jetzt erstmal, dass ich das mit Marcel erledige und danach kann man dann nochmal schauen.
Burger, was lustiger? Jo, jalla, ich denke auf. Jo, 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 alles klar. Alright. Jo. Hast du dich verlaufen? Soße? Nee. Nee, ich meine Soße. Ich war unterwegs, Tilly. Er hat sich nicht verlaufen, Digga. Er ist genau richtig. Kann man sehen, wie man möchte. Möchtest du reden, Digga? Oder möchtest du schießen? Wenn ich schießen wollen würde, würde ich hier nicht alleine stehen, oder? Das glaube ich dir, Digga. Wollen wir nicht denn vielleicht reingehen? Oder wollen wir hier mitten auf der Straße reden? Ja, dann komm. Oh, nee, jalla, wir gehen rein. Aber Digga, nimm noch T-Bag seine Hand. So, komm mit, wir gehen an den Strand. Was ging gestern so ab, Cousin? Habt ihr es geschafft gestern, Cousin? Gestern ging viel ab, Marcel Harris ist nicht mehr bei uns. Ja! Ey, was soll das, Cousin? Ich darf dich jetzt schlagen. Marcel und Olaf Fotze, Digga. Ich bin nicht bei dir, ne? Das weißt du. Sorry, Cousin. Eine Familie. Weil, wieso bist du gegangen? Nein, alle können mit runterkommen. Ich bin weg, Digga. Weil ich dich nicht mehr ertragen kann, Digga. Ist das ein schöner Sonnenuntergang? Ist schon schön. Ja, Marcel, stell dich doch vor mich. Soße, wo willst du dich hinstellen? Soße, stell dich zu mir, Bruder. Da ist dein Platz. Ich stell mich in die Mitte. Hey, Soße, Soße, hier ist dein Platz. Du kommst mit, Cousin. Soße, es gibt nicht die Mitte, Digga. Es gibt Familie oder Zivilist. Das Soße, ist relativ simpel. Wer dein Bruder ist, Digga. Warte, geht Marcel raus. Ich bin sein Bruder. Marcel raus. Das wirst du auch gleich mitbekommen. Stellt euch bitte alle hinter mir auf. Das Gespräch hat eigentlich nur was mit mir und Marcel zu tun. Möchtest du da stehen bleiben, Soße? Dachte ich mir. Da das Gespräch aber nur mich und Marcel betrifft, bitte ich dich trotzdem zur Seite zu gehen. Ganz zur Seite. Ja, Marcel. Jo, Olaf. Was ist los, Digga? Möchtest du mich sterben sehen? Nein. Möchtest du mich foltern? Nein. Glaub mir, ich habe schon einige Foltermethoden hinter mir, Digga. So siehst du auch aus. Du hast dich für diesen Schritt entschieden, denn du bist gestern hierher gekommen und hast gesagt, dass du uns verlassen möchtest. Du bist gegangen. Richtig. Nicht ich habe dich gehen lassen und keiner hinter mir hat gesagt, du sollst gehen. Du alleine hast dich dazu entschlossen, uns als Familie zu verlassen. Aus Emotionen heraus. Und das ist auch einer deiner größten Probleme, deine Emotionen. Das stimmt, Digga. Das T-Bag dir jetzt schön an kleinen Finger fest. Das war mir klar wie Kloßbrühe. Er heißt nicht T-Rex, Digga. Er heißt Sosa. Marcel, du hast dich dazu entschlossen, die Fraktion zu verlassen. Du hast sehr viele Informationen von uns. Du hast dich seit gestern nicht mehr gemeldet bei uns. Ganz im Gegenteil. Du hast den kleinen Finger in der Hosentasche und jemand hat angebissen. Olaf, ich weiß, worauf du hinausgehst. Du willst mich töten, richtig? Das habe ich vor, ja. Das habe ich vor. Wer von den Oktogramms ist denn dafür, dass ich dafür sterben werde? Das würde ich gerne noch wissen. Das spielt keine Rolle mehr. Oh, Burger, was machst du denn hier? Er spielt eine gewaltige Rolle, Olaf. Das ist nicht nur du zu entscheiden. Ich habe Respekt vor dir, aber nicht nur du entscheidest das. Jeder einzelne von uns hat genauso ein Recht darauf. Weil Marcel ist auch unser Bruder. Ja, aber dein Bruder hat sich dazu entschlossen zu gehen, richtig? Dann soll er doch. Ja, dann soll aber er doch gehen, aber er muss doch dafür nicht sterben. Aber ja, Olaf, aber aus emotionalen Gründen. Er hat ja, Uwe, ganz kurz. Er hat ja sehr viele Informationen. Jeder andere, Mahmoud, müsste dafür auch sein Leben lassen, wenn er mit diesen Informationen die Weißt du, wegen zwei Sachen. Nummer eins ist, du hast so oft gesagt, wem das scheiß Leben hier in der Fraktion nicht gefällt, wer gerne ein Zivi sein möchte. Die Tür steht dort drüben. Das waren deine Worte. Und er hat die Tür gesehen und ist aus dieser Tür rausgegangen. Das gab nie irgendein Wort, wo es hieß, dafür kriegt er den Tod. Es hieß, alles hier ist freiwillig. Wer geht, davon ist die Tür. Er hat sich für diese Tür entschieden. Und dass er dafür sterben muss, das ist einfach nur nicht richtig. Und die noch Art und Weise, Sache, wie gegangen worden ist, ist das Problem. Und heute haben wir eine Sache besprochen, und zwar Struktur wird neu gemacht. Das heißt, richtig, alles Wissen, was er hat, wird uns gar nichts. Nichts kann der uns sagen. Und bevor er stirbt, tötest du mich. Nein, mich, Mann. Nein, mich. Digga, Burger, geh mal auf die Seite. Jetzt bleib mal ruhig. Keiner tötet hier niemanden. Aber bei aller Liebe, Olaf, Marcel kann man nicht blattdauten. Marcel ist die Person, die Oktogramm quasi gegründet hat, beziehungsweise das alles hier eingeleitet hat, mit uns anderen sieben zusammen. Also, das geht nicht, Olaf. Ja gut, dann stellt euch dahin. Wer nicht möchte, dass er geblattdautet wird, stellt sich jetzt auf seine Seite. Ey, Marcel hat gesagt, er geht nur wegen mir raus, Cousin. Wisst ihr, das Lustige an der Geschichte ist, dass ich gar nicht vorhatte, Marcel zu blattouten. Aber da merkt man gerade die Struktur in der Familie. Ihr habt vergessen, dass ich immer noch der Abi bin und wir uns darauf geeinigt haben, dass ich der Abi bin. Und das, was passiert, was der Abi sagt, gemacht wird. Und es spielt keine Rolle, ob Freund hin oder her. Und jetzt sehe ich, wer wirklich Familie ist. Und wer nicht? Eigentlich wollte ich Marcel auf Knien anflehen, dass er zu uns zurückkommt. Wisst ihr was? Ihr könnt mich alle am Arsch lecken. Olaf, bevor du weiterredest. Olaf, komm zurück! Hey, komm mal zurück. Du bist doch ein kleines Kind. Wir können ja vernünftig reden. Komm zurück, Mann. Olaf! Nee, komm, lass mich in Ruhe. Bleib stehen! Marcel, bleib! Bleib stehen! Bleib stehen! Frei.
Freigeist. Das war Script ist dein Vater. Ich gebe dir mein Wallabiler Ehrenwort. Wir hatten uns gewisse Stränge ausgedacht und es ist genau ganz anders passiert. Es ist genau anders passiert. Wallabiler, es war etwas vorgeredet, ja, aber es ist komplett anders passiert, als wie gedacht. Und wer denkt, dass das jetzt alles gerade das hier scripted war, muss ich euch enttäuschen. Es war aus der Situation heraus. Dann ist okay, Digga. Ist okay. Ist vollkommen okay, Digga, wie es ist. Alles gut. Alles gut, Digga. Sie erzählen was von neue Struktur, Abi hin, Abi her und stellen alle den Rücken gegen Dings. Alle nach einem grünen Motorrad suchen. Oh. Alle nach Olaf. Er hat sein GPS abgelegt. Ich bin noch im Funk drin, du Wichser, Digga. Halt die Fresse. Ich such deine Mutter. Nein, zu dir kommen, Olaf, du denkst. Ja, wir suchen durch bis zu keine Ahnung, wenn ich krieg bis dahin 50 Kugeln, Mann. Schnauze, Alter. Das war einer der schönsten RP-Momente, die ich bis jetzt hatte, Digga, von der Stimmung her. Mit dem Sonnenuntergang, wie alle sich rübergestellt haben. Oh, Bruder, das war ein richtig, Baba-mäßiges RP, Digga. Wie bei meinem alten Papa Cousin, er ist einfach abgehauen, Cousin, nicht normal. Cousin, ich bin nicht abgehauen. Ja, Cousin? Ich bin nicht abgehauen, Cousin, aber die tracht nach meinem Leben. Ich weiß, Craig sucht auch nach dir, Cousin. Er steht neben mir. Ich weiß, was soll ich machen? Schnapp dir dein Bentley, den ich dir gegeben habe, und verpiss dich, wenn du das kannst. Ja, ich habe Unfall gehabt mit Cracky. Ach so, ja. Ich kann dir jetzt gerade nicht helfen. Du bist alt genug. Ich habe dir viele Sachen gelehrt. Du musst dich jetzt erstmal kurz um dich selber kümmern. Ich kann dir gerade nicht helfen. Ja, wir versuchen dir zu helfen, okay? Olaf, Cousin? Mir zu helfen? Sollen wir Marcel einpacken? Nein, 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 nein. Du hast doch gerade gesehen, Sohn, wenn es drauf ankommt, wie die Leute sind. Die Leute... Alle waren auf der anderen Seite. Die Leute wollen keine Struktur. Die Leute wollen keine Struktur. Die Leute wollen schießen. Die Leute wollen schießen. Und ich habe keine Lust, immer nur zu schießen. Ich habe einen Mund zum Reden. Und die Leute haben anscheinend keinen Mund zum Reden. Wie kannst du mir helfen? Ich kann Marcel einpacken und ihm drohen und dann erzwingen wir einen Blasort. Ich weiß nicht, Cousin. Nein, 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 Cousin. Ich habe alles gesagt, was es zu sagen gibt. Ja. Hey, Olaf. Was los? Was geht dir ab, Mann? Wo bist du? Das werde ich dir nicht sagen, Digga, wo ich bin. Ich bin einmal nicht da und mir passiert so eine Scheiße. Was geht dir ab? Was soll abgehen, Digga? Bin raus bei den OGs. Die Leute... Du bist raus aus den OGs. Ich bin ausgestiegen. Warum? Weil ich, ja, ein bisschen getrickst habe. Ich habe vorgegeben, Marcel zu bloodouten, was natürlich nicht der richtige Weg ist. Ja. Ich habe es aber vorgegeben, dass ich ihn bloodouten will, um zu schauen, wer hinter seinem Abi steht und wer nicht. Und gefühlt über die Hälfte der Familie haben sich davor gestellt und gesagt, wenn du ihn bloodoutest, erschieß mich auch. Alle wollen Struktur, alle wollen eine Person, auf die sie hören, aber auf ihn hören tun sie nicht. Jeder will etwas sagen, jeder möchte etwas machen und handelt aus Emotionen heraus. Ich hätte Marcel gerade keinen Bloodout gegeben, niemals. Dazu ist er ein zu guter Bruder für mich. Ich hätte ihn angefleht, dass er zurück in die Familie kommt, denn er ist ein Teil der Familie, aber anscheinend die Leute, die sich Familie nennen, waren nicht meine Familie. Olaf, sagst du was? Nicht, Mann. Ich glaube, die meinten das nicht so, wie du es denkst. Mhm. Alles gut. Olaf, wir sind seit Anfang an hier, Mann. Ja, alles gut. Du kannst jetzt einfach nicht gehen. Es war das Richtige. In dem Motorrad kann ich erstmal nicht unterwegs sein. Die suchen mich und mein Motorrad. Und ich sag euch so, wie es ist. Ja. Olaf, Cousin, Marcel und Mahmoud versuchen dich zu finden, Cousin. Ja, sollen sie versuchen, alles gut. Ich wollte dich nur warnen, die anderen sind im Anwesen, wollen Sachen besprechen. Ich wollte nur sagen, dass sie auf der Jagd sind nach dir, Cousin. Ja, sollen sie machen. Angeblich nur reden wollen. Ja, ja, okay. Sollen sie machen. Alles gut, danke dir. Okay, ciao, danke dir, ciao, ciao. Ich kann euch nämlich sagen, worauf das jetzt hinausläuft. Auf einer Situation, wo ich Marcel Herrich sagen wollte, dass ich ihn wieder bei dem Platz haben möchte, wird jetzt passieren, dass sie, also könnte ich mir vorstellen, ist natürlich nur als Olaf Scharf gedacht, könnte ich mir gut vorstellen, dass die mich jetzt bloodouten werden. Einpacken und bloodouten. Habe ich Platz gesagt? Bin verloren. Also Olaf muss auf jeden Fall jetzt um sein Leben fürchten. Lieber vorsichtig als nachsichtig. Tut mir leid als Olaf der Verstoßene. Und wie soll ich sagen, Digga? Sowohl als Olaf als auch als Monte war das gerade aus meiner Wahrnehmung die richtige Entscheidung. Was ist los? Ey, Bitcoin, hör auf mit dem Scheiß! Bitcoin! Netter Versuch. Lassen wir uns drauf ein. Ich verstehe. Ich soll jetzt Bitcoin anrufen, fragen, was los ist. Hola, Olaf. Ja. Hier ist Mr. Bitcoin. Ach was, hätte ich nicht gedacht. Ich weiß nicht, ob dich das interessiert, aber ich habe gerade einige Pendejos. Marcel Harris hat gestern 7 von meinen Leuten hingerichtet. 7. Kannst du mir sagen, wieso du das zulässt? Du, ich habe damit nichts mehr zu tun. Ich bin nicht mehr bei den OGs. Hermano, verarsch mich nicht. Nein, ich bin nicht mehr bei den OGs. Ich habe damit nichts zu tun. Du hast nichts damit zu tun? Nein, ich bin nicht mehr bei den OGs. Ich will Entschädigung für meine 7 Leute haben, Hermano. Sonst werde ich hier alle OGs töten, die ich habe. Ja, dann musst du dich mit den Fizza-Abis und Abis und den Leuten, die bei den OGs sind, auseinandersetzen. Pizza, Abis und OGs.
Mirda, Olaf, verarsch mich nicht. Ich bin gerade kurz dafür, deine ganze Fraktion auszulöschen, Mirda. Ich habe keine Leute von mir hingerichtet. Ich habe keine Fraktion mehr. Ich habe keine Familie mehr. Hör zu, Olaf. Wenn du nicht hierher kommst, werde ich alle töten. Sosa als erstes. Ja, das finde ich gut. Viel Spaß. Ciao. Das war nämlich der Erste, der T-Bag seinen kleinen Finger genommen hat. Das Gute ist, also ich wäre vielleicht noch drauf reingefallen, aber dadurch, dass ich ja einen Sohn habe, den ich zu 1 Million% vertraue, weiß ich, dass die mich suchen. Also werde ich mich auf deren Scheiße nicht einlassen, Digga. Wenn Cousin mich anruft und sagt, dass alle getötet werden sollen, dass die mich suchen, dann weiß ich auch, dass er die Wahrheit redet. Cousin würde mich niemals verarschen. Cousin? Ja, Cousin? Na, was machst du? Ich such dich, die Dings sind bei uns, die Kalis. Ich glaube, die haben sich zusammengetan, Cousin. Marcel und die Kalis. Der hat gerade durchgefunkt. Er hat auf Breitenberg und auf Bitcoin, Cousin. Na, soll ich dir mal was sagen? Ja, schieß los, Cousin. Bitcoin hat mich gerade angerufen und hat gesagt, dass er euch gerade alle als Geiseln genommen hat und euch erschießt, wenn ich nicht komme. Ich bin nicht da, also... Nee, die haben mir versucht, eine Falle zu stellen, mein Süßen. Oh. Erst hat Heris mich angerufen und hat gesagt, oh, Bitcoin, hör auf, hat aufgelegt. Dann hat Bitcoin mich angerufen und mir gesagt, dass er alle gerade als Geisel genommen hat. Und ich wusste ja, dass das nicht stimmt, ja, weil du mich vorher angerufen hast. Das ist selbst eine Falle, die haben gerade durchgefunden, Cousin, doch Bitcoin und Breitenberg, Cousin. Und hat einer gefunden, nein, wieso soll ich auf ihn hören? Das war, glaube ich, Tito Cousin. Ja, also Cousin, eine Falle. Pass auf, dass sie dich nicht auch noch ausnutzen. Okay? Lass dich bloß nicht. Ich bin zu schnell für die Cousin. Lass dich bloß. Am besten meidest du alle davon und pack dein GPS weg. GPS ist weg, aber Cracky ist noch bei mir, Cousin. Dann knall den ab und verpiss dich. Abknallen? Knall Cracky ab. Das ist auch eine Ratte. Ehrlich? Knall die Ratte ab, der Cousin. Wenn du die Möglichkeit hast. Okay, viel Spaß. Gut, ciao, ciao. Ich werde jetzt wieder mein Motorrad holen und mit dem Motorrad durch die Gegend fahren. Damit werde ich wesentlich leichter entdeckbar sein, kann aber auch wesentlich leichter abhauen. Na, was machst du hier? Ich weiß nicht, was ich machen soll, Mann. Ich auch nicht. Bist du noch im Funk bei denen drinne? Ja, ich bin noch weiter im Funk. Und was reden die? Die funken seit 10 Minuten nicht mehr durch, weil die wissen, es gibt unter uns Ratten. Schau mal GPS bitte. Die sind alle am Anwesen, alle. Die Kalis sind bei uns am Anwesen. Ich glaube, die planen irgendwas. Bitcoin hat mich gerade angerufen und gesagt, dass er alle töten will von uns, weil gestern 7 Leute von denen dort gestorben sind. Das wird er nicht machen, die kooperieren zusammen. Ich glaube, wollen dich haben. Das hat Cousin mir gerade auch per Telefon mitgeteilt, dass im Funk es hieß, alle hören auf Breiten und Bitcoin. Deswegen habe ich auch gesagt, Cousin, dass ich nicht mehr komme. Cousin wird sich mit Bitcoin treffen, meinte er gerade am Telefon. Ich vertraue keinem mehr, Digga. Bis auf ganz wenigen. Ich fahr weiter, Digga. Ich glaube, ich bin in Gefahr. Ich wünsche dir was, Olaf. Lass dir gut gehen, Digga. Also ich muss wirklich sagen, also das RP gerade macht mir extrem Spaß, Digga. Es war eine richtig geile RP-Situation bis jetzt, auch immer noch. Aber was wieder auch deutlich macht, warum auch gewisses RP einfach nicht mehr funktioniert, ist der Livestream-Chat, Digga. Wenn ich neben parallel nur mit dem Auge so nur ein paar Kommentare, wirklich vereinzelte Kommentare. Nicht alle, aber so ein paar vereinzelte Kommentare, dann frage ich mich immer, Digga, was die Leute in meinem RP-Chat verloren haben eigentlich. So ist es halt. Man kann nicht immer nur Leute haben, die das verstehen, was man macht. Mein Funkgerät liegt. Let's go. Ja, Olaf? Na, wie schaut's aus? Moment, Mr. Witt, kein Moment. Treffen dich gerade nicht mehr. Ich glaube, die wollen mich interagieren. Cracky ist bei mir und kann die beide abschießen, okay? Aber was ist denn? Bist du beim Anwesen oder wo bist du? Nein, beim Observatorium. Bitcoin ist alleine mit Susa gekommen, okay? Wenn du willst, komm. Nee. Okay. Aber, wo sind die ganzen anderen Leute? Die wurden von Mr. Witt abgeknallt. Mr. Bitcoin hat die alle abgeknallt? Fünf Leute, ja, Cousin. Aber laut Isco hat Mr. Bitcoin was mit Marcel vor. Vielleicht hat er mich nur reingelegt, Cousin, weißt du? Aber Marcel ist nicht tot? Ich weiß es nicht. Ich halte dich auf dem Laufenden, okay, Cousin? Ich rede mit David und Sosa. Ich will wissen, was die haben. Ja, wenn du das organisieren kannst, dass ich mich alleine mit Bitcoin treffe, dann wäre ich bereit. Aber Soße und... Mit mir dabei, Cousin? Ja, mit dir dabei. Mit Soße und Burger, den vertraue ich keinen Meter mehr. Okay, ich versuche alles, okay, Cousin? Gut, ciao, ciao. Hallo? Besser. Ich bin Shito. Was geht? Ich bin am Krankenhaus aufgewacht. Wir wurden wohl von Kali gestellt. Das glaube ich nicht. Weißt du was davon? Wo bist du? Ich bin unterwegs, Digga. Ja, also ich habe gerade mit Mahmoud telefoniert. Er hat zu mir gesagt, Kali war da. Marcel war da. Kali wollte 7 Leute haben, weil die vor ein paar Tagen, glaube ich, 7 Leute gekillt haben von Kali.
Dann hat Marcel wohl gesagt, nee, gebe ich nicht. Mhm. Dann haben die sich wohl auf 3 Leute geeinigt, aber die haben dann wohl trotzdem 7 Leute von uns abgeballert. Das ist das, was ich weiß. Ich weiß jetzt auch nicht, wo Mahmoud ist. Da siehst du mal, in was für eine Scheiße man geritten wird, Digga. Wegen Zivi-Aktionen und. Da wird man von Bitcoin in den Arsch gefickt. Der hat mich eben angerufen, Digga. Und meinte, wenn ich nicht komme, dann erschießt er Leute. Aber ich bin nicht mehr bei den OGs, Digga. Ich habe mich selber entlassen. Ich habe damit nichts mehr zu tun, Digga. Du warst doch am Strand dabei. Du hast doch gemerkt, was die Leute unter Familie verstehen. Bruder, du hast das falsch verstanden. Du hast das komplett falsch aufgefasst. Die haben nicht gesagt, wenn du ihn tötest, musst du uns töten. Die wollen einfach nur, dass du den allgemein nicht blattoutest. Ja, richtig. Aber alle wollen Struktur. Alle wollen, dass es Führer gibt. Aber wenn der Führer was sagt, stellen sie sich auf die andere Seite. Das ist aber auch Grauzone, Bruder. Da hast du vollkommen recht, aber... Olaf, das ist so, wie wenn wir dich blattouten würden, Bruder. Es gibt halt Sachen, die gehen wirklich nicht. So, okay, wir könnten... Es war aber ein Test, Chito, es war nur ein Test. Das wusste doch keiner, Bruder. Ja, aber genau richtig. Aber am Ende des Tages, Digga, hat man gesehen, wer wirklich hinter dem Abi steht. Selbst wenn es eine Grauzone ist. Aber du weißt auch, dass in so einer Situation zu viel Emotion dabei ist. Richtig, alles gut. Ich bin emotionslos. Ich wollte Marcel nicht blattouten. Ich wollte Marcel auf allen Vieren anbetteln, dass er zurückkommt. Das war der eigentliche Plan. Ich hatte nie vor, Marcel zu blattouten. So war ich hier stehe, ich wollte Marcel nie blattouten. Nie. Aber alle erzählen immer von Familie und Struktur. Und wenn es einen Führer gibt und einen stellvertretenden Führer, dann haben alle immer auf die führenden Personen zu hören. Egal, ob es ihnen gefällt oder nicht. Und wenn sich mehr als die Hälfte auf die andere Seite stellt, du musst dir vorstellen, Soße kommt zusammen mit Marcel Heris, angefahren an dem Anwesen, hat gefühlt den Schwanz von ihm in der Hand. Das ist nicht Familie, Digga. Du darfst nicht vergessen, wenn du Heris wärst an seiner Stelle und Heris hätte den Befehl gegeben, das gleiche hätten wir auch mit dir gemacht, Olaf. Der Unterschied ist, dass Heris Vize-Abi ist und nicht der Abi. Nein, ich sag ja, als Beispiel, wenn das so wäre, dann wird das gleiche auch mit dir passieren. Genau für dich würden die Leute sich so einsetzen. Nicht, dass du höher stehst, dass er höher steht als du. Einfach nur darum, dass nur dieser Blattout nicht zustande kommt. Ich verstehe, was du meinst. Der Unterschied ist aber, dass Heris von sich aus die Fraktion verlassen hat. Den Grund kennen wir alle. Der Grund war ein Grund, der eigentlich gar nicht hätte sein dürfen. Eben. Und glaub mir, nach einem Tag, der wäre wiedergekommen. Ja? Nach ein paar Stunden. Trotzdem hat man gerade... ich sag mal so, Chito. Ich weiß aus zuverlässiger Quelle, dass ich gesucht worden bin von den Leuten. Zusammen auch mit Bitcoin. Die wollten mich einpacken. Ich glaube, wegen der Sache von was gerade mit uns passiert ist, eventuell. Ja, aber, Chito, warum sind Leute jetzt gestorben von euch? Wegen irgendeiner Zivi-Scheiße, Digga. Ja. Und ich bin müde und ich bin erschöpft und ich habe keine Nerven mehr, Brüder immer und immer und immer wieder zu verlieren, weil sich Leute Brüder nennen, aber durch Zivilaktion ihre anderen Brüder in Gefahr bringen. Das sind keine Brüder mehr für mich. Das sind irgendwelche Zivis, die sich Brüder nennen, aber niemals richtige Brüder waren. Ich fühle auch gerade dieses alleine auf dem Motorrad, Digga, alle Sinne geschärft. Wer könnte verdächtig sein, wer könnte nicht verdächtig sein. Das fühle ich gerade, Digga. Das ist... Keine Ahnung. Das ist vielleicht... Oh, das ist ein Kopfloser. Kopfloser? Mhm. Was? Na, Bitcoin? Olaf? Ja? Stilvoll lautet mir da. Dankeschön. Mhm. Ich erzähle dir jetzt den Plan, den Marcel hatte, womit er zu mir gekommen ist. Er ist zu mir gekommen und sagte, Bitcoin, ich habe Probleme. Ich sagte, wieso? Er sagte, ich habe Scheiße gebaut. Wir haben Olaf verloren. Ich würde mich sicherer fühlen, wenn wir direkt zum Bentley gehen. Sieh, okay. Können uns gerne nicht so anstellen. Ich bin mit der Naht von der Gucci-Hose hängen geblieben. Ich sag dir jetzt mal, Marcel's Plan, Mann. Ich sag dir wirklich die Wahrheit. Mhm. Er ist zu mir gekommen und sagte, Bitcoin, bitte tu mir einen Gefallen, du musst uns helfen, Olaf wiederzuholen. Er hatte nichts damit zu tun, also er wollte dich nicht irgendwie hinrichten oder sonst irgendwas. Mhm. Er wollte, dass ich dich hole, dass ich so tue, als ob ich die OGs niederschieße und dann schießt er meine Leute nieder, um dir zu zeigen, dass er es geschafft hat und dich zu beschützen. Der Plan war scheiße, Mirda. Der war so durchsichtig wie Klarsichtfolie. Sie, und deswegen komme ich dir auch direkt mit der Ehrlichkeit, Hermano, sondern... Bitcoin. Und deswegen komme ich dir direkt... Ja, sie. Ich kenne dich schon einen Augenblick und ich höre in deiner Stimme, wenn du lügst. Und vorhin, als du mich angerufen hast, hat deine Stimme gezittert, weil du gelogen hast. Das Problem ist, ich musste Marcel denken lassen, dass ich seinen Plan befolge. Da hast du recht. Falls du deine Familie wirklich einen Neuanfang geben willst. Davon denkt keiner in die Leadership, sage ich dir. Hm. Das war's, das war mein Rat, Hermano. Wir werden mal abwarten, Bitcoin. Wir werden mal abwarten. Sie, du bekommst das hin. Du schaffst das schon, Hermano. Alles klar. Ja, Sohnemann. Ja, Cousin. Oha, was ist hier los? Ich hau ab. Wir hören uns. Ciao, ciao.
So, geiler Stream heute gewesen. Geiler Stream heute gewesen. 1+ Stream heute. Danke für die ganze Liebe. Monte L in den Chat. Einer der besten GTA-Streams, die wir bis jetzt hatten, finde ich. Ich werde mir jetzt verdienterweise mich ins Bett legen und chillen. Lasst euch gut gehen. Also, Monte L in den Chat. Lasst euch gut gehen. Liebe für euch. Liebe für meine Mods. Kuss, Kuss, Kuss. Wiederschauen und reingehauen.